So, dann kommen wir zur sogenannten AMA. Das sind unsere User-Fragen. AMA heißt Ask Me Anything. Also frag mich alles, was dir einfällt. Okay. Roughly translated. Racing Picker. Der Kollege hat nämlich einen starken Graz-Bezug. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Fragt über unsere Discord-Gruppe Inside Politics. KPÖ, im unerwarteten Falle eines Einzuges, würde man grün-rot, dunkelrot anstreben? Puh, diese Frage kann ich jetzt leider überhaupt nicht beantworten. Also, war noch nicht wirklich Thema. Ich stelle die Frage anders. Würden Sie sich vorstellen, zum Beispiel im kleinen Anlauf, angenommen, es würde sich bei der nächsten Grazwahl ausgehen, dass man hier mit den Grünen zusammenarbeitet, genauso wie mit der SPÖ. Aber da ist die... SPÖ geht nicht. Also SPÖ ist ja schon einmal draußen. Warum? Aufgrund der Eisenstädter Erklärung, die ja auch nie revidiert worden ist, wird eine Zusammenarbeit mit der SPÖ in diesem Bereich nicht geben können. Also, ist aber auch schon lang her. Ja, aber das gehört auch zu diesen alten Strukturen, die man vielleicht einmal überdenken sollte. Ja. Okay. Sind Sie für eine Abschaffung des Bargelds, um die Ausgabe von Waren und Dienstleistungen besser kontrollieren zu können? Nein, auf keinen Fall. Wirkt sich die Sache mit Kinderpornografie in der Partei immer noch negativ aus? Kenne ich jetzt auch gerade keinen Fall. Weiß ich jetzt gar nicht. Oder meinte der andere? Okay, gut. Also bei uns hat es noch keinen Fall von Kinderpornografie gegeben, zumindest nicht in der Steiermark. Muss ich sagen, ich habe das leider heute nicht nachrecherchieren können, weil ich das erst Mittag bekommen habe. Okay. Muss ich nochmal nachschauen, werde ich nachbringen. Ja. Wohnungsmarkt, und das betrifft ja natürlich vor allem Graz. Wie viele neu geförderte Projekte strebt man an, um den aktuellen Immobilienmarkt Herr zu werden, ist vermutlich eine zu regionale Frage. Ja. Aber da Sie ja für Graz kandidieren, spielt das sozusagen in der Wahlentscheidung auch eine Rolle. Ja, sicher. Also soll man den Sozialwohnungsbau österreichweit mehr forcieren? Auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle. Also es muss einfach mehr erst leistbare Wohnungen geben und Wohnungen, die betreut werden, und Wohnungen, wo Menschen langfristig leben können, ohne Angst zu haben, ständig aus irgendwelchen Gründen wieder die Wohnung wieder zu verlassen zu müssen. Ne? Und leistbare Wohnungen in Graz sind sehr rar. Mhm. Und ich denke, dass das generell sich auch auf die anderen Gemeinden und so irgendwann ist, auch in den kleinen Gemeinden die Zeit des Hausbauens, dass jeder ein Haus hat, vorbei. Ja? Wenn die Frage zu privat ist, sagen Sie es einfach, dass Sie das nicht sagen wollen, aber wohnen Sie zur Miete oder haben Sie... Ich wohne zur Miete. Aber... Könnten Sie sich vorstellen, jetzt doch mal so viel Geld anzusparen, dass Sie dann in der Pension in einem Eigenhaus wohnen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen, und ist auch in meiner Lebensplanung nie vorgekommen. Also ich wollte nie eine Eigentumswohnung, weil ich mir das Gefühl habe, das macht unfrei. Das Sklave von sich das selbst. Das Sklave von mir selbst, ja. Nein, und strebe ja nicht an. Also. Wohnungsmarkt, Stadt- oder Landflucht? Landflucht noch immer, also. Ist richtig, aber. Ja. Wobei die Gemeinden natürlich sehr kämpfen mit dieser. Mit diesem. Ja, ich meine, ich wohne in Raber und das ist kein Geheimnis, steht auch im Impressum. Ja. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein größeres Wohnbauprojekt, also wir haben eine Verstädterung am Land, weil als ich noch Kind war, war Raber noch voll vor 20 Jahren mit Äckern, und heute schaut die Sache doch völlig anders aus. Ja. Dazwischen sind sehr viele Eigenheime gekommen, und heute kommt eine Anlage auf einem ehemaligen Reitstall, Größenordnung 200 Wohnungen. Ja.
Und auch das muss man infrastrukturmäßig eine kleine oder mittlere Gemeinde mit 5000 Einwohnern verarbeiten können. Ja. Das kann das ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Nein, nur die Menschen müssen wohnen. Ja, also da braucht es sicher langfristige Konzepte generell, ja? Wie Wohnen ausschauen soll oder wie. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin kein EPUler, also ein Personenunternehmer, ich mache das alles, was ich tue in meiner Freizeit. Aber wenn ich auch schaue, die Infrastrukturen fehlen ja auch zum Teil. Ja, natürlich. Also natürlich. Von mir, ich sehe jeden Tag rüber, 100 Meter oder 200 Meter Luftlinie, Steiermärkische Landesbank, Raiffeisenbank Landeszentrale, so. Entschuldigung, Verwechslung. Und daneben die Andritz mit einem Teil ausgelagert eben in Rawa, weil sie die AE und EFA ja angekauft haben. Dort alles mit Glasfasern ausgebaut und wir in den Einzelwohnungen müssten uns quasi, oder in den Einfamilienhäusern müssten uns quasi die Leitungen selber legen und dann zahle ich noch einmal nicht nur fürs Verlegen, sondern auch noch dafür, dass ich es von dem anderen anmiete. Das kann ja eigentlich auch nicht ganz so Sinn und Zweck der Übung sein. Ja, ich meine, das mit der Infrastruktur, das merken wir ja in Graz speziell, dass ganz viele Leute rausziehen, was ich verstehe, ich würde auch gerne im Grünen wohnen, und dann aber die Infrastruktur in Graz nutzen, ja, während die Gemeinden oft säumig sind mit Kindergärten, mit Schulen, um da überall nachzukommen. Ja. Das ist, merken wir in Graz, allein durch den Verkehr, den wir jeden Tag haben. Ja. Kann ich schon sagen, ja super, jetzt wohne ich in Graz, aber den Dreck haben wir da. Ja. Also das ist auch so ein Aspekt, den man natürlich nicht außer Acht lassen kann, weil in den Gemeinden, weil das so schnell geht, einfach die Infrastruktur führt, damit diese vielen Menschen da überhaupt nicht nur wohnen, sondern auch leben. Viele wohnen dort nur und leben in Graz. Mhm. Und das, da muss man wahrscheinlich langfristig sich auch was überlegen. Ne? Abschließend zum Wohnungsmarkt fragt derselbe User dann noch, soll man Vermieter enteignen, wenn diese mehr als genug Wohnungen besitzen? Also ich bin jetzt kein Freund von Enteignungen, aber ich bin dafür, dass man sie zwingt, diese Wohnungen zu vermieten. Ja, also zu einem leistbaren Preis vermieten. Also diese leerstehenden Wohnungen, weil ich will mit dem allen nichts zu tun haben und ist nur eine Geldanlage und bla bla bla, damit kann ich überhaupt nicht. Wobei, wie gesagt, ich bin keine Freundin von Enteignungen, aber zumindest sollte man diese Menschen zwingen, wie auch immer, in welcher also Form auch immer, zum Beispiel ja, diese Wohnungen auf den Markt zu geben, zu einem leistbaren Preis. Mhm. Also das wäre, dafür wäre ich schon. So, Alfons Honkler fragt, KPÖ würde gerne fragen, ob sie Anarcho-Kommunismus unterstützen wollen. Einen was? Anarcho-Kommunismus. Nachholkommunismus. Anarcho, also anarchistischen Kommunismus. Ach so. Also ungeregelte Gleichheit, wenn ich es richtig verstehe. Ungeregelte Gleichheit. Weiß ich nicht, ich glaube, das überlasse ich lieber den Jungen. Damit habe ich nicht wirklich eine Freude. Aber ja. Ich habe noch nie Gedanken drüber gemacht. Dazu ergänzen nur eine Frage von mir. Was braucht es am Kapitalmarkt für Regelungen? Maria, keine Ahnung. Kann ich überhaupt keine Antwort geben. Also Sie investieren weder in Aktien noch in Bitcoins? Nein, gar nichts. Gar nichts. Okay. Ich habe nicht einmal einen Bausparvertrag. Bitte, das ist jetzt echt. Nicht gestellte Szene. Also das ist was. Okay. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.